Bei der Übung, die ich dir jetzt zeige, geht es darum, das Groove-Schema, also dieses Raster aus Achtel- und Sechzehntelnoten in den Hinterkopf zu bekommen. Also so, dass das immer automatisch im Hintergrund mitläuft, wenn du dir einen Rhythmus raushören willst. Das macht es dir wesentlich leichter, immer genau die richtigen Stellen zu finden, wo deine Noten hingehören. Wir machen dafür das Metronom an und wenden die Fußmethode an. Die besteht aus drei Schritten. Als erstes treten wir mit dem Fuß auf den Puls. Als zweites machen wir uns die Subdivisions, also die Unterteilungen, klar, das U-Unterteilung. Und als drittes betonen wir die einzelnen Schläge, die wir betonen wollen. Ich mache es dir am besten einfach mal vor. Ich male das Groove-Schema mit Achtelnoten auf. Also 1 und 2 und 3 und 4 und schmeiß mal das Metronom an. Schritt 1, wir fangen erstmal an, mit dem Fuß auf den Puls zu treten, also die Viertel. 1, 2, 3, 4. Die hier, ne? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Schritt 2. Wir machen uns die Unterteilungen, also die Achtel-Subdivisions, klar. Das sind die Unds jeweils zwischen den Vierteln. 1 und 2 und 3 und 4. Und 1 und 2 und 3 und 4. Und okay. Und jetzt klatschen wir die erste Betonung. Also wir klatschen mal, wir fangen mal mit den Viertelschlägen an. Moment, also die hier. 1, 2, 3 und 4. 2, 3, 4. Die klatschen wir jetzt mit und zählen dabei weiter die Achtel. Also klatschen Viertel, 2, 3, 4 und zählen Achtel. 1 und 2 und 3 und 4. 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und wichtig dabei ist, dass du darauf achtest, immer den Fuß auf dem Puls zu behalten. Wenn du merkst, dass du, ich mache mal Metronom aus, wenn du merkst, dass du schneller wirst oder langsamer wirst, also irgendwie nicht mehr so richtig auf dem Puls bist, fang nochmal von vorne an. Nach der Fußmethode Fuß auf den Puls, dann die Unterteilungen mitzählen, 1 und 2 und 3 und 4 und dann erst wieder die Schläge klatschen, die du klatschen willst. Wenn das soweit klappt, können wir einen Schritt weiter gehen und jetzt mal andere Schläge betonen. Wir haben jetzt eben immer die Viertelnoten betont, das ist noch relativ einfach. Jetzt machen wir es ein bisschen schwieriger und betonen mal die Achtelnoten dazwischen. Also die Unds jeweils, ne? Ich mache wieder das Metronom an und wir bauen das wieder nach der Fußmethode auf. Schritt 1, den Fuß auf den Puls wieder, wie gehabt. 1, ganz nebenbei, das ist immer der erste Schritt, bei egal welchem Rhythmus, den du raushören willst. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Schritt 2, wir zählen die Unterteilungen mit. Also die Unterteilungen, die wir jetzt hier eingezeichnet haben, Achtelunterteilung. 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und erst Schritt 3 ist das Betonen der Schläge, also immer die Unds, ne? 1 und 2 und 3 und 4 und 1, 2 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und auch hier gilt, wenn du irgendwie schneller wirst oder langsamer wirst, irgendwie aus dem Groove fliegst, bau das wieder von vorne auf, den Fuß auf den Puls. 1, 2, 3, 4, die Unterteilung mitzählen. 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und das war der zweite Schritt. Und dritter Schritt, die Schläge betonen. 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und. Das ist jetzt ein bisschen kniffliger gewesen, weil wir die Unds betont haben und nicht die Viertel. Aber hör auf meinen Tipp und beherzige den wirklich. Die Fußmethode. Fuß auf den Puls, Unterteilungen klar machen, mitzählen und Schritt 3, die Schläge klatschen, die du betont haben willst.